Und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lin. Okay. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir jetzt, ist die Frage. Boah, ich habe noch so viele Dinge, die ich machen will, aber ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge ich sie tue. Oder in welcher Reihenfolge ich sie tun soll. Warte mal, da hatte ich doch noch irgendwas, was ich vergessen hatte. Irgendwie Priester? Nee. Was? Tierinstinkte? Ah ja, genau. Ich wollte so einen Jäger, hatte ich überlegt, ne? Aber da fehlt mir, glaube ich, die legendäre Waffe. Ich jage allein. Nee, ich hab die Waffe. Ha. Und den Xul'jin habe ich auch. So wie ja. Die Wände kommen näher. Rexa. Aber ich glaube, das lohnt sich tatsächlich zu craften. Ich jage allein. Also Tierinstinkte hat mich ja schon überzeugt, aber ich jage allein. Lohnt sich, glaube ich, auch zu craften für mich. Ich glaube, das mache ich mal. Das tut weh. Aber es ist Kobolde-Katakomben. Also, kein Problem. Kobolde-Katakomben. Nice. Ah, krass, ich habe die vorher nie gesehen, ne? Und jetzt plötzlich ist das so Programm. Naja, okay, ich jage allein. Das, so wie ich das verstanden habe, sind hier nur Spells drin, ne? Und da habe ich auch schon häufiger gegen gespielt. Also ich vermute einfach mal, das wird hart werden. Also für die Gegner. Es ist ein sehr, sehr starkes Deck. Momentan zumindest, vor allem noch mit dem Xul'jin drin. Aber auch da, glaube ich, kann man sogar noch ein bisschen dran feilen. Das kriegt man sogar, Marke Eigenbau, ein bisschen besser hin. Zumindest die Pros. Es gibt ja auch einige Karten, die ein Random Ziel wie Fass und so. Das ist natürlich nicht so cool, wenn du dich selber fasst. Also da muss man auch irgendwie einen Kompromiss finden, denke ich. Grüße. Ich jage allein. Entdeckt ein Geheimnis. Ja, soweit so gut. Ja, das gefällt mir natürlich nicht. Deswegen mache ich das mal so, weil den möchte ich nicht mit der Eiskältefalle. Das könnte sein, dass das ein Kingsbane oder Lifespane Rogue ist, in Zusammenhang mit Piraten oder so. Auf jeden Fall ist das so meine Idee. Oder es ist die Todesröchelwaffe und es ist ein Todesröchel-Schurke. Kann auch sein. Meucheln. Dolchfächer. Okay. Drei Wölfe herbei.
Ruft einen Tierbegleiter herbei oder zwei, wenn euer Deck keiner Diener enthält. Krass. Okay, mit der Waffe habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Erstaunlich. Im nächsten Zug mache ich erstmal das hier. Also ich glaube, der Jäger, der kann auf jeden Fall mit dem Tierinstinkt mithalten. Okay. Erstaunlich. Fantastisch. Oink, oink. So, vernichtet die feindlichen Diener, die sich ganz links und ganz rechts befinden. Die Karte ist echt übel, ne? Vor allem, man vergisst das jedes Mal. Ich lass die Hunde los. Ja, lass du mal die Hunde los. Wow. Ein taktischer Fehler. Erstaunlich. Erstaunlich. Überwältigen. Ich jage allein. So, im nächsten Zug mache ich noch mal das hier oder je nachdem, was das spielt, mache ich das hier. So. Gucken wir mal. Schwupp. Und tschüss. Und tschüss. Super strong auf jeden Fall das Deck, so erster Eindruck. Ein raffinierter Kopf. Okay. Ich traf eine Frau ohne Sorgen. Easy. Alle auf die Hand zurück. Ja. Mhm. Thank you.
Das hat er natürlich gut gemacht. Keine Frage! Aber die Waffe hier ist krass. Das hätte ich nicht erwartet. Hat er sich so viel mit hochgehealt. Das ist echt übel. Ich traf eine Frau des Orden. Entdeckt ein Geheimnis. Köder. Eine Frau ohne Sorgen. Ja, so gut wie erledigt. Oh. Ah, das gefällt mir nicht mit seinem Life Drain, ne? Das ist schon krass. Da habe ich echt Probleme mit. Zumal er die gar nicht verliert, diese Waffe. Ist schon hart. Fünf Damage. Ich jage allein. Ich glaube, ich bin tot. Junge, it is lethal. Solcher geht, wohin solcher geht. Das ist echt nicht schlecht mit der Waffe. Hätte ich nicht erwartet, aber das ist echt krass. Ich traf eine Frau ohne Sorgen. Fantastisch. Ja. Gegen Anduin. Das Licht wird den Sieg bringen. Lass die Jagd beginnen. So. Oh, jetzt kämpfen wir schon gegen Rang 20. Wird Zeit, dass ich mal wieder ein bisschen Raum mache. Grüße. Fährten lesen. Oh, das ist schwer, aber dann nehme ich Rexa. Oh, Todesröchel Priest. Death Rattle Priest. Todesröchel Priester. Panzerkäfer. Ich jage allein. Computer, Maschine, Panzerkäfer.
Boah, da bin ich gerade fast eingeschlafen, ey. Kleiner Spaß beiseite. Im Prinzip ist es so. Schneller Trident! Er macht einfach nichts, ne? Da krieg ich so viel. Ah, es war ein bisschen misplayed, ehrlich gesagt. Weil damit habe ich natürlich verraten, dass ich eine Sprengfalle liegen habe. Das war das Dumme. Das war das Dumme. So. Ich bringe Leben. Oh nein. Okay, ich glaube, das sieht echt mies für mich aus. Danke.
ganz wie geplant, ne? Nicht ganz wie geplant. Aber gleich lasse ich die raus und dann mache ich danach den Zul-Jin, denke ich. Vielleicht packe ich die auch nochmal raus, ich weiß es nicht. Ich bin natürlich schon ziemlich low, ne? Das ist das Problem. Den wollte ich auch spielen. Den muss ich spielen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Also in der Theorie ist das Deck super stark und einfach, aber in der Praxis finde ich, also fällt es mir persönlich schwer. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Weil irgendwie gehe ich halt down. That's the problem. Hab ich angerufen? Nee. Zul-Jin geht, wohin Zul-Jin geht. Okay, jetzt spiele ich Zul-Jin. Jetzt kommt die große Axt. Eiskältefalle, Köderpfeil, Tierbegleiter, Hunde los. Zu mir. Sprengfalle, Sprengfalle, habe ich schon. Pferde lesen. Ich brauche mehr Karten. Bums. Zu mir, Tierbegleiter, Fass, Gott, ich beiß mich selber, Flankenangriff, ich hab mein eigenes Schwein getötet, Hunde los, Pferden lesen. Ich hab keine Karten mehr. Oh. Da
Ja, vielleicht kriege ich ihn doch jetzt down, wenn ich den das Spiel mit der Hero Power die Axt ins Gesicht schmeiß. Da habe ich 4, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. Ah ja, gut. Ja, es läuft doch gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, weil dadurch, dass er mir die zurückgeschaufelt hat, draw ich mich ja auch nicht kaputt. Und ich habe hier noch zweimal die geilste Karte überhaupt. Und er kann mir die nicht mehr reinschaufeln. Wie viel braucht er denn noch? Noch eine? Boah, dann hat er es auffällig. Geheimnisse, Sprengfalle, Eiskältefalle, Monsterköder. Solchen geht, wo solchen geht. Ja. Das war klar. Aber vielleicht. Das war klar. Und der Drache, okay. Ups, ich hätte nur angreifen können. Upsi! Das ist mies. Das ist mies für mich. Im nächsten Zug spiele ich die beiden. Und dann... Ah, es sieht schon schlecht für mich aus jetzt wieder. Ich brauche mehr Karten. Genau deshalb, unter anderem. Upsi. Wow. Thank you.
Okay, letzte Karte. Einziges Gutes Maximum, was ich aus der Karte rausholen kann jetzt. Oh boy, ey, im Ernst? Echt mies. Ja, schade. Hat nicht sollen sein, ne? Also von der Theorie her ist das Deck extrem stark, aber irgendwie bin ich nicht klargekommen. Irgendwie hat es nicht funktioniert. Entweder hatte ich Pech oder keine Ahnung. Wie so oft. Aber da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen dran gewöhnen. Da habe ich so ein ähnliches Gefühl wie bei dem Priester hier. Eigentlich ein cooles Deck, aber man kommt nicht so richtig klar. Also so hatte ich irgendwie den Eindruck. Aber ich denke, wenn ich das nochmal spiele, dann würde das besser laufen. Jo, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!